ich habe drüber nachgedacht, Fisch und Fleisch. Es ist so heiß. Ja. Also ich glaube, kein Mensch stellt sich in die Küche und macht wirklich, aber das lange dauert. Tja, herzlich willkommen zur Kochshow Nummer 6 haben wir schon, ne? Jo. Kochshow Nummer 6 bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Hersbruck im Nürnberger Land mit Diana Bürkel vom Wirtshaus Nürnberg. Hallo zusammen. Kirchenweg 3a. Genau. Kocheinrichtung Nummer 6 heute, sommerlich und leicht. Heute dreht sich alles rund um die Tomate. In allen Größen hast du sie dabei, Größen, ne? In allen Größen, in allen Farben und Formen, die man sich nur irgendwie denken kann. Wir fangen gleich mal an, kurz mit der Erklärung. Also wir machen heute eine gebackene Tomate in Rosmarin und Semmelbröseln paniert. Wir machen eine geröstete Tomate, dafür nehmen wir das Ochsenherz. Wir machen einen Tomatensalat aus grünen und gelben Tomaten roh und abgezogenen kleinen roten Kirschtomaten. Dazu ein bisschen Kräuter, ein bisschen Schalotten. Einen kleinen Tomatendrink aus den Abschnitten und gleich mit Drink dazu. Ja, können wir eigentlich gleich anfangen. Schau mal, jetzt können wir die Zuschauer testen, ob sie das letzte Mal bei der Show, welche Nummer war das? Die 5, oder? Nee, die Nummer 4, wo wir auf der Hersbrucker Gewerbeschau waren. Auf der Hersbrucker Gewerbeschau, da hast du nämlich gezeigt, wie man diese Tomaten schneidet, auf einen Datz mit einem Sägemesser draufhalten und da durch, ne? Und du hast es besser gemacht. Stimmt. Das stimmt, aber sie sind immerhin halbwegs halbiert. Halbwegs. Köpfchen abgeschnitten mal. Okay, leider kriege ich jetzt nicht so durch. Jetzt kannst du, nachdem du jetzt so einen schönen Sockel hast, kannst du ja jetzt dann nochmal durch. Dann haben wir sie anständig gedrittelt. Das muss dir dann erstmal jemand nachmachen. Das muss man erstmal hinkriegen. Zum Abziehen von den Kirschtomaten, ich lasse die an der Rispe dran, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und ich piekse die mit einem kleinen spitzen Office-Messer auf der Rückseite kurz. So ein bisschen angestochen sind. Und dann gebe ich die in einen kleinen Garbehälter. Und dann würde ich sagen, eine Minute mit Druckdampfgarer. Bei 100 Grad. Bei 100 Grad, genau. Ja, eine Minute, 100 Grad, Sekunde. Danach kannst du mir direkt hier ins Eiswasser schmeißen. Ja, ja, mache ich. Wunderbar. Wir haben den schon mal auf Temperatur fahren lassen. Jetzt sogar noch ein bisschen schneller. Wobei Druckdampfgarer immer ein bisschen verwirrt oder viele Leute dadurch verwirrt werden. Wir können zwischen 40 und 120 Grad garen. Und also auch Sous-Vide-Garen bei 58 Grad oder sowas, das kann alles der Druckdampfgarer. Aber er kann halt auch Druck. Er kann auch Druck. Wo brauchst du denn diese gedritterten Kirschtomaten dadurch? Die kannst du mir hier reinfallen. Ja. So, für unsere geröstete Tomate habe ich ein Ochsenherz mitgebracht. Ist denn der Teppanyaki schon heißherrig? Der neue. Der alte war 26 Jahre alt und wird jetzt umgebaut als mobiler Teppan. Dann können wir ihn die Möbelmacher drüben zum selber kochen mit weiterverwenden. Super. Und ansonsten haben wir hier den neuen Teppanyaki von Jaksch, der vom Kochfeld aus bedient wird. Und eben hier zusammengebaut mit dem Induktionskochfeld. Damit haben wir hier keine Fuge mehr drin und das ist super zum Saubermachen. Super zum Saubermachen. Ja. Soll ich dir das schon mal... Das kannst du mir ein bisschen verquirlen, genau. So, für das geröstete Ochsenherz, wir salzen es ein bisschen und machen ganz, ganz klein wenig Öl drauf. Also wirklich nicht viel. Was für Öl? Das ist ein bisschen Olivenöl. Mhm. Ich habe hier einen frischen Knoblauch, den gibt es jetzt gerade ganz wunderbar. Das heißt, ich kann hier schon hierher weg, oder? Ja, du kannst hier schon weg. So. Und wenig Öl, weil wir wollen, dass das Ganze ein bisschen Farbe nimmt. Den Knoblauch setzen wir einfach so dazu. Machen wir hier ein ganz kleines bisschen Olivenöl dran, nicht viel. Genau. Ach, was das? Wenn ich schon drei Scheiben habe. Ich mache drei Scheiben auf. So, du schneidest mir die einfach in Scheiben und ich bereite dabei den Rosmarin vor für unsere Rosmarinsemmelbrösel. Habe ich vorhin gezupft in meinem Garten. Und die Tomaten auch? Also nur teilweise, nicht alle, also ein paar habe ich aus dem Hochladen geholt. Ist ja schön, weil es auch mittlerweile so im Handel einfach auch eine schöne Vielfalt gibt. Ja. Und alle Tomatenabschnitte schmeißen wir zusammen, oder? Ja, außer die Butzel. Ja, genau. Aber die Deckel und alles schmeißen wir zusammen. Da machen wir dann unseren Tomatendrink draus. Ja,
zu verwerten. Das ist ja auch deine Philosophie. Genau. Vom Wurzel bis zum Blüte. Vom Stumpf zum Stiel. Stumpf zum Stiel vom, auch. Vom Schwanz bis zum Schnäuzchen. Alles einmal querbeet. So, das war jetzt eine Minute bei 100 Grad. Jetzt ins Eis. Genau. Das, deswegen habe ich gesagt, an der Rispe lassen, weil man es eben auch einfach schön nehmen kann. Das ist sehr geil. Ja. Und das geht jetzt dann relativ schnell, dann können wir die abziehen, die rösten hier rein. Wunderbar. Du hast die panieren wir? Genau, das haben wir auch welche gebraucht. Pfeffer genau. Oder sowas? Kannst du vorher ein bisschen Salz dran machen? Und ich mache da gleich mal ein bisschen was von dem Rosmarin dazu, dass wir ein bisschen Aroma haben. Pfeffer? Ja. Pfeffer machen wir hinterher drauf, nicht dass es gleich zu euch verbrutzelt, genau. Dann würde ich sagen, Harry, machen wir schon anziehen, oder? Bei genau. Tomaten, oder? Ja, das mache ich gleich. Du kannst mal klassisch panieren. Mehl, Ei, Semmelbrösel. Jo. Und ich ziehe die mal schnell ab hier. Wie gesagt, durch dieses Garn im Druckdampfgarer, in dem Fall ohne Druck, danach abschrecken, geht es ganz super. Dann kann man jetzt nämlich hier einfach an der Rispe packen, die Schale nach unten ziehen und die kleinen Kirschtomaten einfach abziehen. Jetzt würdest du mir dann bitte ein Fett auf den Teepan geben? Das mache ich. Weil du kannst das ruhig auch doppelt panieren, Herwig, dann hält das Ganze auch ein bisschen besser. Das heißt, jetzt quasi nochmal zurück ins Ei und nochmal in die Semmelbrösel. So, einmal ins Ei und in die Brösel. Genau. Haben wir da schon die volle Hitze, Herwig? Du kannst mehr haben, wenn du möchtest. Da ist es schon, ja. Ja. So, also hier haben wir die kleinen Kirschtomaten, die geben wir erst zum Schluss in unseren Salat mit rein, sonst zerdrücken die so sehr, weil die jetzt ja keine Schale mehr haben. Dann für unseren Salat ein bisschen klein geschnittene Schalotten, fände ich ganz schön. Würde ich sagen, machen wir einfach nur mal so halbe Ringelchen. In welchem Öl haben wir jetzt? Wir braten gerade in etwas Erdnussöl. Erdnussöl, ja. Ah, da ist es. Dann habe ich noch mitgebracht etwas Ananassalbei, etwas roten Basilikum, wunderschöne Blüten, die zupfen wir erst ganz zum Schluss oben drüber und den Ananassalbei, den nehmen wir jetzt quasi mit her, um diese gebratenen Ochsenherztomaten auch von der Rückseite ein bisschen zu aromatisieren. Schauen wir jetzt, dass das schön knusprig brät wie beim Schnitzelchen. Jo, kriegen wir hin. Machst du mir, tust du mir die Achteln? Ich übernehme die Kühle. Jo. Dass wir ein bisschen Material haben für den Drink, Herwig, schneiden wir doch auch hier oben und unten den Deckel ab. Mach den Putzelansatz raus und dann. Ja. Haben wir ein bisschen was noch mit zum Mixen. Sollst du haben. Wunderbar. Jawohl, wunderbar. Von den Tomatensalat können wir dann machen. Was kommt rein? Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer, bisschen Balsamico-Essig, bisschen Olivenöl. Ganz normaler Salat sozusagen. Ein ganz normaler Salat, genau. Vorteil am Teepan ist, er hält die Temperatur. Also ist anders als bei der Pfanne, die ja dann im Laufe der Zeit immer heißer wird, hält er exakt nach Thermostat die Temperatur. Und ich habe die Fläche von drei großen Pfannen, die wir jetzt heute für die zwei Gerichte nicht unbedingt brauchen, aber wir haben nur die Hälfte vom Teepan angemacht, sodass man also auch da das vernünftig steuern kann. So, und unsere lauwarmen Kirschtomaten geben wir jetzt einfach mit in diesen Sud von den Tomaten. Da haben wir jetzt drin die Schalotten, Balsamico-Essig, Olivenöl, ein bisschen Salz.
zu einer Zeit, wenn die Tomaten nicht so gut schmecken wie jetzt gerade, würde ich eine Prise Zucker noch hinzugeben, weil die Tomate nicht die Kraft hat. Aber so passt es ganz wunderbar. Da haben wir ein schönes, vielfältiges Spektrum dabei. Wenn du willst, können wir die schon mal drehen, ja? Die haben wir jetzt ja mit ganz wenig Fett gemacht hier. Da wird ein bisschen mehr. Genau, das sieht gut aus. So ein bisschen geröstet, so ist es ganz wunderbar, genau. Mit ein bisschen Bräune dran. Sehr schön. Ganz, ganz schön. So, in unseren Drink gebe ich hier auch noch den Rest von dem Ochsenherz. Hier fliegt noch eine einzelne Kirschtomate rum, die kommt auch mit rein. Zack. So. Das geht völlig, ne? So, wir brauchen ein bisschen Salz. Wir brauchen ein ganz klein bisschen Olivenöl. Einen Spritzer Limettensaft gebe ich mit dazu. Und damit der Mixer sich nicht zu schwer tut, ein kleines bisschen Wasser drauf. Nur so ein Anschubser quasi. Ja, schaut noch ganz wunderbar aus, was du da machst. Sehr schön. So. So haben wir quasi die Äckelchen, die man beim Scheibenschnitt hier einfach entstehen. Da könnt ihr sie natürlich auch einfach mit in den Salat reinmachen. So, haben wir es so quasi schön mit verarbeitet. Ich möchte, dass der Drink ein ganz klein bisschen scharf ist, Herwig. Okay. Will das Ganze aber nicht überreizen. Das heißt, ich lege die Chilischote nur in mein Sieb. Okay. Ja. Ah. Gebe quasi meine passierte Tomate obendrauf. Und nur durch die Reibung von der Kelle kitzle ich die Chili ein bisschen. Also ich will das Korn nicht anschlagen, weil die Leute schwitzen eh schon, man muss nicht übertreiben, aber so ein bisschen. Bisschen Schärfe muss bisschen schon sein. Schärfe ist schon was Schönes auf jeden Fall. Super. So. So, Harry. Wenn du möchtest, können wir eigentlich auch schon zum Anrichten übergehen. Ja, klar, das ist was ganz Besonderes. Jawohl. Gehen wir nach vorne zum Anrichten? Ja, klar. Ja? Wunderbar. Ja. Sehr schön. Von Walküre, Porzellanherstellung in Bayreuth. Machen wunderschöne Dinge, unter anderem auch diese große Schale. So, wir fangen mit dem Tomatensalat an. Das heißt, wir verteilen den einfach ein bisschen auf der Platte, hier die kleinen Kirschtomaten, die abgezogen sind. Ein bisschen was von dem Grünen noch dazwischen. So. Hier für die kleine Kirschtomate. Was kommt oben drauf? Ein bisschen schwarzer Sesam. Schwarzer Sesam, klasse. Ja. So, jetzt ist so das Zeit für die Tomate hier, dass die runterkommt. Sag mir mal, wo du die hinhaben willst. Ich würde sagen, die legst du mir hier einfach so mit rein. Hier. Schön mit der Seite nach oben. Ja, so. Ja, sehr schön. Danke. So, dann haben wir hier unseren kleinen Tomatenschluck. Wow. So, den stellen wir einfach so mit dazu. Eine gebackene, die schöne dunkle, das sieht hübsch aus. Vielleicht magst du mir die halbieren. Die da oder die da? Die hier, vielleicht halbierst du die. Ja. So, wir nehmen den Knoblauch, so wie der ist, und positionieren den einfach mit dazu. Wer möchte, kann sich quasi dann ein bisschen was von dem gerösteten Knoblauch einfach noch rausdrücken. So, auf den nehme ich das mal so. Herzlichen Dank. Einmal die gebackene setzen wir hier noch mit dazu. Wunderbar. Und jetzt haben wir eben angekündigt ein paar frische Basilikumblüten. Ein paar Blätter können wir ohne weiteres noch mit dran zupfen. So. Wow. Na. Und ich denke, das ist ein ganz wunderbares sommerliches Gericht. Man wird nichts vermissen. Mal einen Tomatenschnitzel quasi mit auf dem Teller. Genau, gleich ein Drink dabei, dazu. Ne? Einen Salat. Super. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, wir konnten inspirieren. Ja. Also, wenn Sie Janas Gerichte perfekt essen wollen, dann müssen Sie natürlich ins Wirtshaus nach Nürnberg in den Kirchenweg 3a. Wenn Sie so eine Küche haben wollen, dann kommen Sie zu den Möbelmachern nach Unterbrumbach. Und wenn Sie sich fürs Kochen interessieren, dann schauen Sie auch bei der nächsten Sendung der
Kocheinrichtung Nummer 7 wieder rein. Wenn Sie Vorschläge dafür haben, sind wir für alles offen. Immer. Alles, was dann interessant ist zu kochen an saisonalen und guten, einfachen Gerichten, freuen wir uns über Ihre Vorschläge. Dankeschön. Sehr schönes Gericht. Schmecken.